Jo, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Random-Part meinerseits. Und ja, seit der Gamescom kann man sich für die Gwent The Witcher Card Game Beta registrieren. Und ich hoffe, dass ich bei der Beta, beziehungsweise bei der Klaus Beta besser gesagt, im September diesen wunderbaren Jahres 2016 einen Key bekommen kann und eventuell auch schon dadurch meine ein oder andere Spielstunde in diesem wunderbaren Spiel eben haben werde, denn nicht nur der Elder Scrolls Legends wird dieses Jahr Hearthstone gehörig in den Hintern treten, sondern auch Gwent. Und wer Witcher 3 gespielt hat, also die Leute, die halt nicht ich sind, die wissen ja auch, wie kompliziert und komplex Gwent dann doch irgendwie sein könnte und wie spannend doch so eine Runde Gwent spielen sein kann. Und ich freue mich daher ziemlich hart auf diesen Ableger, ja. Und mal schauen, ob ich einen Key bekomme. Wenn ich einen Key bekommen werde, und ich darf das auf meinem Kanal zeigen, werdet ihr das auf jeden Fall zusätzlich zu der Elder Scrolls Legends sehen. Denn ich finde Gwent, das was ich gehört und gesehen habe, ist etwas schwieriger. Und ich brauche auch mal wieder etwas, wo ich mich mal wieder etwas reinkonzentrieren kann. Neben Dota, H1C1, Black Ops 1 und der Elder Scrolls Legends. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ja, wenn ihr auch Bock auf die Gwent Beta habt, geht einfach auf die Website. Die ist unten verlinkt. Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.